Yo, hi Leute, hier ist euer Mr. Ganschen, mein Name ist Raphael und willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir. Ja, in dieser Folge spielen wir da mit drei Panzern und zwei Panzer von den Community. Ja, würde ich es gerne sehen. Und eine Sache, ihr könnt mir unten in den Kommentaren schreiben, welche Panzer ihr gerne bei der nächsten Folge sehen wollt. Und in der Beschreibung steht auch, welche Panzer ich derzeit besitze in VOT Blitz. Und sag ich mal, da fangen wir mal an. Erstmal mit dem ersten Kommentar. Der Kommentar von World of Tanks Valio. Könntest du den Löwen fahren? Ja, ich kann den Löwen fahren. Das werden wir jetzt machen. So ist ein deutscher Panzer. Das ist ein bisschen links. Ich habe ein bisschen zu viele Panzer. So, der Löwe, der ist hier. So, der Löwe. Fahren wir mal zwei Runden. Mach jetzt mit jedem Tank halt zwei Runden. Wir spielen mit Löwen und danach werdet ihr sehen, was wir als nächstes spielen. Das haben nur zwei Leute mir sozusagen Kommentare geschrieben, welchen Panzer ich nehmen soll. Das könnt ihr natürlich jedes Mal machen, wenn ihr was Spezielles sehen wollt oder wenn ihr einfach sagt, hey, ich würde einfach mal gerne diesen Panzer einfach mal sehen. Oder ihr könnt auch schreiben, hey, könntest du vielleicht ein bisschen was über den Panzer erzählen? Eventuell. Okay, der möchte zu A. Machen wir das jetzt auch. Nach der Nachladezeit von 9,2 Sekunden ansetzen und. Ja, okay, ich muss den ersten Skill erforschen, das würde was bringen. Wir haben eigentlich geschrieben, wir fahren alle zur A, aber naja. Ja, der ist gar nicht so langsam mit Löwen, aber ich muss sagen, ich habe mit Löwen jetzt auch nicht so oft gespielt. Ich glaube, ich habe bis jetzt auch nur ein Match gemacht. Das ist total wendig, ey. Bin ein bisschen verwundert, dass er so wendig ist. Das hätte ich nicht von ihm gedacht. Müssen wir jetzt mal A einnehmen. Oh, getroffen. Nice. Lol, der Typ ist da übelst gesprungen. Wir müssen jetzt helfen. Einfach so weg mit dir. Nice. Hey, der Panzer gefällt mir, der Löwe. Also, der ist echt gut. Also, ich habe nicht gedacht, dass er auch schnell ist. Also, langsam ist er jetzt nicht. Das gefällt mir sogar sehr, sehr gut. Oh, da kommt der eine. 1060. Aber wir fahren jetzt da hoch. Ich glaube, das wäre dann die beste Option. Der Typ ist da fast alleine. 29, okay. Ich bräuchte Hilfe mit LTTW. Helfe ich über den. Leider konnte ich dir nicht ganz helfen, tut mir leid. Einfach dazu, da hinfahren. So, was habe ich denn jetzt? Ja, das müssen wir jetzt reparieren. Ich glaube, unsere Munitionslager wurde zerstört, oder? Okay, also der Panzer gefällt mir sogar sehr, sehr gut. Also, ich kann euch den Panzer sogar empfehlen. Ob er Panzerung hat oder nicht, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ja, meiner haben wir jetzt gewonnen. Jo, GG. Ich denke mal, wir haben schon unsere 1500 Damage. Okay, wir haben 1500, ja. Helsing gebe ich echt mal für die beiden Spieler. Und dann ist das zweite Match. Ich habe schon 31 Mille. Ich bin echt zufrieden, dass ich 31 Mille habe. Bei WoT, bei den normalen WoT habe ich ja auch schon. Ich glaube 20 Mille, denn ich habe mir einen neuen Panzer gekauft, den chinesischen Panzer, den schweren Panzer, den IS-2. Genau. Und das
ziemlich gut. Ich muss noch die Dinge erforschen bei ES2, die den Motor. Ich müsste jetzt in die Stadt fahren. Er schubst mich nicht großer. Großer Mann. Kann auch sein, dass wir da jetzt nicht hinfahren. Oha, der Typ hat echt. Gut, okay. Wir müssen jetzt in die Stadt fahren. Dann denke ich mal, ja. Denke mal, das haben wir jetzt gewonnen. Nehme ich mal einfach mal ein. Und dann mal gucken, wie die Gegner reagieren, wenn wir das mal einnehmen. Ich verstehe nicht, warum die alle da ganz hinten sind. Der IS-3. Komisch, komisch, komisch. Ich wurde jetzt gespottet. Bringt dir jetzt auch nichts, dass du mich jetzt gespottet hast. Und rechts. Ah, der ist auch schon fast tot, der Löwe. Ich verstehe nicht, warum die Leute so komisch rausfahren. So wie dieser. Okay, ist nicht getroffen, so wie dieser Typ halt. Oder der Typ. Ich verstehe das nicht, warum fahren die Leute seitlich raus? Mit der Front rausfahren und nicht seitlich. Macht er genau denselben Fehler und ich komme durch. Er kommt von der Front auch durch, das ist komisch, sollte eigentlich nicht durchkommen. Ja, du kommst von mir nicht durch, Siebener. Hey, solange, also das kommt ja auf einmal alle durch, alles klar. Muss jetzt ein bisschen aufpassen. Oh ja. Von links. Ja, mal sich ein bisschen zurückziehen, mal gucken. Erstmal, wenn die Gegner kommen. Ja, der fährt auch gerade richtig blöd. Getroffen, nice. Ich darf nicht sterben, sonst verlieren wir, glaube ich. So, jetzt sind nur noch die beiden, dann könnte ich jetzt pushen, weil IS-3 übernehme ich hier mindestens einen Schuss. Ja, wir können davor fahren. Ja, und gewonnen. Nice. GG, das war ein gutes Game. Ich dachte, das gewinnen wir gar nicht. Nur dritte Klasse, was haben wir? 2800 Damage, nur dritte Klasse. Okay, wir haben aber gar keinen Kill gemacht. Okay, so. Jetzt haben wir. Würdige Gegner. Thanks. So, da kommt der nächste Panzer. Vom Luca Holnick. Cooles Video. Und spielst du vielleicht mal den Glacial 112? Ja, den spiele ich jetzt. Heunig, so muss ich.
Mal sehen, wo der Panzer ist. So, hier. Ich habe zu viele Panzer. So, das ist der Panzer. Mit dem habe ich jetzt auch nicht so oft gespielt. Effektiver Spieler. Tanks. Ja, der Grazia 112 ist eigentlich einfach der 112er, nur mit einer Tarnung. Was ist das? Blauer Drachentarnung oder irgendwie sowas. Ja, sowas ist so. Irgendwie sowas in der Art. Dann mal gucken, wo wir jetzt hinfahren. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich dieses APC einsetze, weil da steht LCTRL plus 1. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Wie soll das gehen? Ah, so, okay. Fahren wir eine zu einer Richtung. Ist besser so. Wieder nehmen A ein, okay. Genau, wir nehmen C ein. Was in der Stadt ist, ein bisschen blöd. Also ich hab das Gefühl, dass die Gegner mehr Vorteile haben, was das angeht mit einnehmen, weil wir haben, glaube ich, einen längeren Weg zu C und die haben einen kürzeren Weg zu A. Doch, ist echt so. B ist halt genau in der Mitte, da können sie uns attackieren, also sind wir eigentlich so im Nachteil, was das angeht. Oh, ich habe übelst verschossen. Ja, noch nichts getroffen, okay. Genau, 13 Damage. Ja, die kommen so nicht durch, weil ich bin angewickelt und so kommen sie halt nicht gut durch. Yo, nice, noch getroffen. So, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, der Löwe muss jetzt sterben. Ja, die Ketten, die repariere ich jetzt nicht, weil es ist unsinnig, jetzt die Ketten irgendwie zu reparieren. Hinter mir. Hey, schon. Ja, der killt ihn doch. Digga, der Typ hat einfach zu lange überlebt. Ja, da kann der durchkommen bei mir. Allein genug Durchschlag. What? So, hinter mir ist noch einer. Mit 74. Und ist weg. Lösch mal den. Gibt auch schon 133 Schaden. So. Okay, nice. Das haben wir dann auch gewonnen. Freut mich. Dann haben wir gewonnen. Ich denke mal, wir haben so 1200 Damage gemacht. Dann vielleicht noch 1600, mehr nicht. 1700 sogar, okay. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so viel gemacht haben. Und dann machen wir jetzt noch das zweite Match. Und dann spielen wir einen Panzer, auf den ich Bock habe, den ich mir auch neu geholt habe. Ich habe damit nicht mal ein Match gespielt. Und dann, wenn wir uns den Panzer sozusagen gemeinsam ihn uns angucken und fahren. Hier finde ich es gut bei WoT Blitz, plus 1 nur Maximum. Und mehr nicht. Das ist sehr, sehr gut.
dass es so ist. Weil dieses Plus oder Minus 2 ist zu heftig. Plus, Minus 1 ist vollkommen in Ordnung. Warte mal. Alle zu A. Probieren wir mal A. Bin gespannt. Sieht so aus, als ob der 100 kommt. Okay, wir erobern zwei gleichzeitig, das ist gut. Okay, die Gegner, glaube ich, wissen selber nicht wohin. Oh, da ist ein Komet. Hey, der Typ soll mir mal helfen. Das ist echt der Wahnsinn, was er da macht. Er haut einfach ab. Muss aber auch viel zu lange nachladen. Boah, ich habe einmal getankt. Oh, hinter mir. Was, crash mich bitte. Oh mein Gott, du dumme Nuss. Ja, okay, mal sehen, ob wir das überhaupt noch gewinnen. Das können wir sogar noch gewinnen. Komm, 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 Ruhe 251. Waschi. Okay, das haben wir nicht gewonnen. Warte, ist es nicht der Pater 8,8 cm? Ah, nee, ist es nicht. Den gibt's ja hier, glaube ich, gar nicht. Ja, ist tot, aber wir haben noch gewonnen. Gut. Ah, ich habe 4 Kills, oder? Ja, ich bin nicht sicher, ob ich 4 Kills gemacht habe. Ne, ich habe nur 1 Kill, okay. Ne, 4 Kills hat der gemacht, okay. Alles klar. So, dann haben wir 2 Matches jeweils mit dem und den. Und dann der neue Panzer, den ich mir geholt habe, ist der Churchill MK6. Damit fahren wir jetzt auch noch 2 Matches. Oh, geil, 5er-6er Match. Dicker Max, uiuiui. Ich habe mit dem jetzt nicht mal. Okay, hat eine kleine Gun. Aber ich denke, die ist ziemlich schnell, was ich da so gesehen habe. Ich glaube, die macht 15 Schüsse in der Minute. Und müsste dann ca. 40 Sekunden nachladen. Ne, sogar 5, okay. Okay, die fährt nur 20. Also, er fährt nur 20. Komm mal zur Basis dort. Ja, ziemlich langsam ist er natürlich. Aber dafür ist er halt desto besser gepanzert.
Oha, der macht schon gut Damage. Yo, es kommt aber niemand durch. Ist einfach, dass er durchkommt. Oh, abgefackelt. Eieiei. Der Panzer ist zu gut, ey, ganz ehrlich. So, dann haben wir das jetzt gewonnen, oder? Will ich mal sagen. Der Typ ist total AFK dort hinten. Oder keine Ahnung, oder rafft einfach nicht, was hier passiert. Kapiert er irgendwas, was da hier passiert? Ah, wäre es mein Kill, wäre es echt prima. Hey! Ich bin zufrieden mit dem Panzer, muss ich sagen. Der hat Panzerung. Also, der hat echt fette Panzerung. Meister, oder? Nee, kein Meister. Ja, und 2600. Okay. Leute, also für mich wäre das ein Meister. Steilwand. Alles klar, kein Meister. Schau, ich kann das kurz zeigen. Moment. Hier habe ich auch alles schon geholt. Also, den hatte ich schon. Und den hatte ich auch schon, habe ich mir die beiden geholt. Diesen Monat, dann den habe ich mir geholt. Und dann noch Dicker Max und 200Y und ist noch die T34. Dann habe ich eigentlich alle Panzer sozusagen, die man sich jetzt noch holen kann. Okay, dann machen wir das letzte Match für heute. Wie gesagt, ihr könnt unten in den Kommentaren entscheiden, welchen Panzer ich bei der nächsten Folge nehmen soll. Es kann auch sein, dass ich auch nur eine Folge mache mit einem Panzer oder mit zwei Panzern. Es kommt drauf an, wie ich Zeit habe. Die Sache ist halt nur Zeit. Und ob ich topfit bin, weil ich kann kein Video machen, wenn ich ultra müde bin. Dann mache ich kein Video. Also ich mache dann keine Videos, wenn ich nicht fit bin. Weil ich komme von der Arbeit und bin ultra müde, dann kann ich kein Video machen. Und wenn ich jetzt auch nicht so viel Zeit habe, dann kann ich nur ein kurzes Video machen, so 8 Minuten oder 10 Minuten. Aber wenn ich dann mehr Zeit habe, so wie Freitag, Samstag, Sonntag, dann kann ich auch die Videos auch ein bisschen länger machen, so wie jetzt heute. Das habe ich auch gesagt. Also unter der Woche ist schwer, Videos zu machen. Also jetzt nicht schwer, aber lange Videos zu machen, genau. Was? Ich kann es nicht kaputt machen. So, mal sehen. Wiener machen noch nichts. Und die haben sogar Kopf 1S. Also alle Gegner sind ganz hinten.
Die kommen jetzt hier. Wow, wir haben gewonnen. Ja, wenn die Gegner einfach zu dumm sind. Was? Noob Team? Warum denn Noob Team? Ich habe jetzt, was habe ich bekommen für eine Medaille? Erober, erzielen Sie mehr. Ah, okay, nice. Ja, wir haben jetzt echt nicht viel Damage gemacht. Aber dafür haben wir halt gewonnen. Und ja, ich hatte auch keinen Bock, da irgendwo dahinter zu fahren. Dafür war ich jetzt zu faul. Das habe ich auch noch erobert. Ich wollte, dass die Gegner zu mir kommen, aber es sind halt nicht alle gekommen. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, wie gesagt, unten in den Kommentaren schreiben, welche Panzer ich bei der nächsten Folge nehmen soll. In der Beschreibung stehen die Panzer, die ich derzeit besitze. Und ja, viel Spaß am Zocken. Lasst euch abzocken und bis zum nächsten Mal. Ciao.